Wir schauen uns jetzt hier die Faktorregel an, also wieder bei den Ableitungsregeln. Wir wissen ja jetzt mittlerweile schon, was x hoch 7 abgeleitet ist. Wir ziehen einfach den Exponenten vor und verringern ihn dann um 1. Das heißt hier 7x hoch 6. Das ist jetzt ein alter Hut, das können wir, kein Problem. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, was ist, wenn hier jetzt eine Zahl davor steht? Also zum Beispiel 3x Quadrat. Was ist denn da die Ableitung davon? Generell und allgemein, was ist die Ableitung von c mal f von x? Also irgendeine Zahl mal irgendeine Funktion. Und das schauen wir uns jetzt an. Also, wir haben die Funktion f von x, die setzt sich zusammen als c mal g von x. Und c ist irgendeine reelle Zahl. Dann können wir das eigentlich total simpel ableiten, indem wir c einfach abschreiben. Und dann die Funktion g von x ableiten. Das war's. Mehr steckt nicht dahinter. Ein kurzes Beispiel. Wir haben hier dieses angesprochene 3x Quadrat. Das heißt, diese 3 lassen wir einfach stehen und leiten x Quadrat ab. X Quadrat, wissen wir, ist 2x. Das heißt, 3 mal 2x ist 6x. Fertig. Ein schwierigeres Beispiel. Ihr könnt kurz stoppen, wenn ihr wollt, und das mal durchprobieren. Minus 5,25 x hoch minus 2. So, den Exponenten ziehen wir nach vorne und verringern ihn um 1. Nach vorne ziehen heißt minus 2 mal minus 5,25 x hoch und jetzt minus 2 minus 1, also insgesamt x hoch minus 3 und minus mal minus ergibt plus, also 10,5 x hoch minus 3. Jetzt noch ein wichtiger Fall. K von x ist Pi mal x. Da müssen wir uns überlegen, Pi ist auch eine Zahl. Gehört auch zu den reellen Zahlen. Das heißt, das können wir ganz genauso behandeln wie die 3 von oben. Das heißt, wir schreiben Pi einfach ab, leiten x ab. Wenn man x ableitet, kommt 1 raus. Das heißt, wir haben hier nur K' von x ist Pi. That's it.